Oh Mann. Okay, das ist Pausenraum. Da bläst Luft rein. Das ist gut. Aber warum ist hier die Tür offen? Mach mal zu. Okay, da ist nichts. Ich würde sagen, hier. Bäh. Das ist einfach nur ekelig. Was ist das hier? Das sind Knödelwürfel. Was zu essen. Vermutlich. Ich versuche das mal hier. Munchcraft heißt das Zeug. Das ist wahrscheinlich so eine kleine Anspielung auch auf Minecraft. Ich setze das mal hier rein. Und eins drin. So, hopp, geh rein. Och, Menno, geh halt mal rein. So, zwei und drei. Kann ich jetzt drücken oder was? Mann, Sprint. Na gut, gibt hier nichts. Gibt kein Essen. Hätte ich vielleicht mal gebrauchen können, so ein bisschen Nervennahrung. Hier, Abfalleimer. Ah, da kann man Deckel aufmachen. Okay, da ist nichts drin. Nichts Brauchbares. Ach. Voll eklig, ey. Guck das mal an. Bah. Was ist das hier? Spülmaschine oder sowas. Das ist irgendwie so eine Art Kühlschrank oder sowas. Froster. Froster, genau. Froster. Okay, da ist die Toilette. Mach hier lieber mal wieder zu. Hallo? Jemand da? Oh, lecker. Da ist auch nichts mit rausstellen, der springt hier drin. Ich mach mal zu, da. Da ist auch nichts da. Da springt auch der Tripper 3 Meter weit. So hat sich da schon die Kruste abgesetzt. Okay. Was ist denn das da? Data Buffer available. Ui. It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can. Rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you the data safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. Okay, Data Buffer available. Das war das Ding. Was ist jetzt los? Oh. Da ist auch zu. Das ist wieder der Startraum. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hört mir so ein Scheißen. Jetzt noch schlimmer kommt und es wird schlimmer kommen. Das kennt man ja von denen. Die haben doch. Oh, hier hinten ist jetzt offen. Guck mal dahin. Da ist alles kaputt gematscht. Da ist was drin. Da ist irgendein Ding drin. Da ist auch zu. Komme ich noch nicht dran. Was ist das hier? Maschinenknolle? Heimatsu. Ich kenne Saibatsu und das war, glaube ich, GTA 2. Wah! Ich gehe mal da hinten rein.
Oh Gott. Kommt da jetzt noch was? Ich hoffe nicht. Gab's da was? Vielleicht ist das auch bloß Wasser. Es kann Wasser sein. Uah! Oh, ich. Nein! Nein! Wenn die Bildschirme zunehmen, dann ist es gefährlich. Hier ist nichts. Ist nichts. Hier ist Stromknolle. Und hier sieht es auch nicht gut aus. Hier ist gerade kurz Schluss. Oh Mann. Wo soll ich hin? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal wieder normal weiter. Mit Omnitool. Was steht da? Schwenken. Ja, ich kann nicht schwenken. Noch kein Omnitool. Gut, ich gehe mal wieder in den Schleichmodus. Weiß ja nie, vielleicht ist hier doch noch ein Viehchen. Das wartet einfach nicht. Ne? In jedem Loch. Dann wird es mich fressen. Das muss ich aber nicht haben. Ich schmecke sowieso nicht so gut. Oh Mann. Oh, wie ist das jetzt weg? Kuckuck. Das ist auch wieder die schwarze Brühe. Ich tu mal die. Boah! Berühr die mal besser nicht. Oh Mann, was ist denn hier passiert? Auch alles kaputt gematscht. Was ist denn das? Das ist ein Omnitool. Ich lese mal hier das da. Omnitool. Version 2.5. Das Omnitool ist ein fortschrittliches Interface zum Zugriff, Verwalten und Steuern computergestützter Systeme. Die Onboard-KI beinhaltet einen Open-Source-Satz an Verhaltensweisen und Protokollen, mit denen der Benutzer Routineaktionen über grundlegende Logikdiagramme automatisieren kann. Im Laufe der Zeit passt das Omnitool seine Programme auf unterbewusstes Verhalten automatisch an, um Arbeitsabläufe zu optimieren. Benutzerfehler zu minimieren. Das Kurzstreckensignal des Omnitools ist für grundlegende oder automatisierte Aktionen wie das Öffnen von Türen nützlich, während es zur Durchführung komplexer Aufgaben mit einer Workstation oder einem Terminal physisch verbunden sein sollte. Zum Upgrade Ihres Geräts stecken Sie einfach eine Erweiterungskarte in den Haupt- oder Zusatzsteckplatz. Der Hauptsteckplatz des Omnitools verfügt über einen Standard C1121 Anschluss, denen die meisten handelsüblichen Cortex-Chips passen. Beachten Sie, dass die Onboard-KI durch die Hinzufügung einer zusätzlichen KI außer Kraft gesetzt wird. Der Hilfssteckplatz ist ein Multi-Anschluss, in den eine Vielzahl an Werkzeug-Chip-Modellen passen, darunter unter anderem A1, 113, 398B,
A2090101X, HAITT 1 bis 9 und JUCI 3-29. Okay. Das heißt, das Ding ist wirklich ein geiles Tool. Na gut. Mit Tab kann ich das Inventar aufrufen. Gut. Dann machen wir jetzt mal weiter. Vorsichtig. So richtig schön zum Fressen gern. Scheiße, da vorne ist so Viech. Muss ich da weggehen? Hallo? Hi. Vielleicht besser hier lang. Aber hier geht's ja nicht weiter. Oh, Scheiße. Okay, hier ist irgendwie alles kaputt. Das war die Werkzeugknolle. Da bringt jetzt überhaupt kein Licht mehr. Kann man da jetzt noch was machen? Hey, you. Nee, hört nicht. Can you talk? Can you talk? Boah, das bringt nichts. Oh Mann. So, ich gehe mal hier in die einzelnen Räume rein. Der Datenbuffer, den hab ich. Oh je. Oh je. Mir ist hier überall das Licht ausgefallen. Ist nicht sehr angenehm. Gut, ich, Toilette war ich schon. Und hier. Jetzt muss ich hier wieder rumfuchteln. Okay, jetzt benutze ich mal das Ding. Jetzt wird's geladen. Gucken, was es anstellt. Service Console up to 3, including pilot seat activated. Okay. Machen wir mal Systemknolle. Jetzt haben wir hier folgendes Ding. Okay, ESA 01 okay, 02 ist okay. 03 unbekannte Kontaminierung, das ist die schwarze Brühe. 04 ist okay und 5 und 6 sind in Benutzung. Also in Verwendung. Anmerkung: Alle Heimatsu-Kampfanzüge werden in Omikron aufbewahrt. Okay, das ist kaputt. Beta Cache Cracks Legacy IMSJ Endpacking Subchime Jared 20XY Terminal Scan Out David Munji 2015V1 Toronto. Operation nicht verfügbar vollständig. Da ist irgendwas kaputt gegangen. Omnitool. Werkzeugchips verwalten. Das Werkzeugtasten freischalten. Das war vielleicht nicht schlecht. Willkommen zurück, Luise Moiron. Y. Ihr Omnitool ist im perfekten Zustand, aber nicht mit einem Werkzeugchip ausgerüstet. Machen Sie, dass Ihr FST-Kit einschließlich Ihres standortübergreifenden Sicherheitszugangs und ein Werkzeugchip nicht verfügbar ist. Bei den übrigen Privilegien zu verfügen zu können, setzen Sie bitte einen Werkzeugchip ein für einen Update aus. Werkzeugchip, ja gut, kann ich nicht. Noch nicht. Kommen zurück. Ja. Da geht es um den Cortex-Chip. Wir werden derzeit von vorangestellten Onboard-KI gewartet. Helper Chain. B
Bitte beachten Sie, dass die Installation eines Cottage-Chips den Helfer außer Kraft setzt und Ihre Nutzungserfahrung entscheidend verändern kann. Ja, habe ich aber nicht. Warte mal, hier Orientierung. I know they told you that field technicians would get full access throughout Pathos 2. I'm here to tell you that's not gonna happen. Don't get me wrong, I don't wanna get in your way. We need you guys to keep this place up and running. But there needs to be at least some level of security on these things. I don't wanna hear you barged into some quarantined area at Omicron and just knocked out the whole place with some virus or whatever the hell they're doing over there. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors, basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do? You shove that Omnitool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really. My name is John Strohmeyer, Pathos 2 Security Operative. I got an office at Theta. Come see me if you got any issues you can't handle yourself. Good luck. Okay, vielleicht sollte man diesen John Strohmeyer aufsuchen im Bereich Theta. Ah je. Was ist Inventar? Okay, 1, 2 ist okay, 3 ist kontaminiert, 4 ist okay. Achso, das waren die Anzüge. Oh je. Was ist denn jetzt das da? Was sind das für Chips? Kann man das jetzt einplacken? So, und was habe ich jetzt da? Für einen liegen Omnitool. Werkzeugchip. Machen wir ein Update. HAITT7. Okay, Update wird gemacht. Werkzeugchip-Update ausgeführt. Das Klärchen. Was ist denn das da? Gut, ich weiß allerdings nicht. Warte mal. Ich möchte das Ding nochmal reintun. Ich möchte das nochmal einstecken. Geht das nicht? Ah, ist nicht so schlimm. Ich hätte es gerne jetzt nochmal geupdatet, aber anscheinend geht's nicht. Ich hoffe nicht, ich habe das richtige Ding ausgewählt. Wenn nicht, ist hier die Kacke gleich am Dampfen. Wahrscheinlich. Klonsitz 3Y. In Bearbeitung. Okay, der ist kaputt. Gehen wir zurück. Maschinennetzwerk, Pilot Y offline. Pilotenstatus, kein Pilot gefunden. Piloten Blackbus, Box. Kein Piloten, Verbindungsstatus Y offline. Und sonst, oh, Pilotenbericht. Pilotenbericht Nummer 01053. Pilot Karl Semken. Unterstützung Amy Azara. Fluggerät Tagger UH3. Aufgabe: Hitzeschilde ersetzen, südliche Abzugsschacht. Ergebnis: Erfolg, Produktion wieder aufgenommen. Anmerkung: Semken klagte nach der Mission über ungewöhnlich starke Übelkeit. Diagnoseprogramme ermittelten einen starken Anstieg elektromagnetischer Strahlung um den Pilotenhelm herum, was vermutlich die Ursache für Semkes Symptome war. Es gibt keine Hinweise darauf, was diese Anomalie verursacht haben könnte. Achtung! Das Pilotensystem wird zunehmend unzuverlässiger. Im Verlauf der letzten paar Monate hat jeder Anwender über Kopfschmerzen und Übelkeitsanfälle geklagt. Letzte Woche verlor Gavin für 30 Stunden das Bewusstsein, also versuchte einen Helper-Cluster einzuweisen. Das ist inakzeptabel. Wir werden schon dahinter kommen, vorerst aber werde ich die Verwendung des Pilotensystems untersagen. Dies bedeutet, dass weitere kraftintensive Aufgaben anstehen, die durch Programmierung oder körperliche Arbeit erledigt werden müssen. Wir sind alle nicht glücklich darüber. Daher bitte ich, von Beschwerden Abstand zu nehmen. Jane Addams, Hauptfaktor. Und hier ist noch ein Knödel, aber kann ich nichts machen. So.
Na gut. Ui, 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 ui. Oh Mann, was es hier immer rumpelt. Warum rumpelt es hier nur? So, das ist wieder die schwarze Brühe. Hier gibt es ja soweit nichts mehr. Ich gehe davon aus. Oh je. Oh je. Oh je. Ja, den will ich aber nicht haben. Gehen wir mal weiter. Wow. Wo muss ich jetzt? Hallo? Hier hat es auch gespritzt. Uah! Was war das? Was ist das Viech? Was neue Viech? Soll ja eigentlich hier nicht reingehen. Oh Mann. Uah! Scheiße! Was war das für ein Weg? Was war das für ein Weg? Wie kommt das jetzt hierher? Oh! Es kann doch nicht, dass es da oben durchbricht. Ich will das nicht. Es könnte durchbrechen.